Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, und die Grüße heute gehen an Jelly Nelly und Iliana Kinghome. Liebe Grüße an euch. Und wir suchen jetzt erstmal die Hufeisen in Firgrove, würde ich sagen. Ja, fangen wir mal hinten beim Friseur an. Arbeiten uns einmal durchs Dorf durch. Und dann hoffe ich, dass wir noch Waledale schaffen. Zumindest so ein paar zu finden. Ich möchte ja wenigstens das Set zusammenbekommen. Das Geburtstagsset. Oh, da oben beim Rathaus sehen wir schon, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hinten wirklich gar nichts ist. Auf der Seite. Scheint aber so. Na gut. Gehen wir auf jeden Fall auch gleich hin. Dann vielleicht hier. Frau Peckard, hast du irgendwo ein Hufeisen gesehen? Ja. So, das. Dann einmal hoch. Das Hufeisen selber sehe ich gar nicht, aber immerhin es glitzert. Na. Wieso können wir denn jetzt hier nicht rüberspringen? So, dann noch einmal hier hoch. Aha. Oh ja, wir sind schon ziemlich voll, was Klamotten angeht. Ja, ich muss unbedingt aufräumen. So, da ist nichts. Ich glaube auch nicht, dass hier hinter was ist, aber wir schauen. Nein. Vielleicht bei den Ställen. Und ja, ich wurde ja auch schon gefragt, jetzt mal wieder öfter, auf welchem Server ich bin und ob ich mal Server wechsle. Und ich bin schon seit längerem am Überlegen, ob ich den Server wechsle. Ich weiß nicht, bis jetzt habe ich mich noch nicht durchgerungen. Jetzt komme ich aber langsam in Zugzwang, weil auf dem Server, ich gehe mal davon aus, dass da bald geschlossen wird, weil zu viele Leute hinwechseln. Deswegen muss ich mich jetzt bald dafür entscheiden. Wenn, dann werde ich zu Kitty auf den Server wechseln. Vielleicht hat man ja mal das Glück, sich zu treffen bei Star Stable. Jetzt, wo sie endlich wieder ins Spiel reinkommt. Mal sehen. Aber wie gesagt, wenn, dann Server 5. Und wenn, dann wird es jetzt auch, na gut, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in ein paar Tagen, innerhalb von ein, zwei Tagen, werde ich mir das jetzt überlegen müssen, dürfen, habe ich mir jetzt so als Ziel gesetzt. Sonst habe ich wahrscheinlich das Problem, ich komme nicht mehr drauf. Auf meinen jetzt noch aktuellen Server auf dem Star werde ich nicht wieder zurückwechseln können. Ich habe schon mal geschaut, aber der ist voll. Das wird mir jetzt auch angesagt. Ich kann nicht zurückwechseln. Ja. Ja, vom Prinzip her, die Server unterscheiden sich, abgesehen von den Leuten, die da drauf sind, nicht wirklich. Also von daher, was ich mich nur gefragt habe, kann ich meinen Club mitnehmen oder wenn ich ja Clubbesitzer bin? Oder muss ich mir einen neuen erstellen? Ja, wobei, gut, das wäre jetzt auch nicht so das Thema. Na gut, so. Wir könnten die Rennstrecken noch ablaufen. Aber ich glaube, wir gehen lieber nach Waledale. Ich weiß gar nicht, wir haben, was hatten wir denn? Die Mütze hatten wir. Die Trense haben wir.
Ja, Sattel und Pulli, wir haben die Hose, wir haben die Satteldecke. So, wir haben die Tasche für den Vogel. Also für unsere Partymöwe. Was fehlt denn jetzt noch? Haben wir Schuhe? Ja, die Geburtstagsschuhe haben wir auch. Ja, dann könnten eigentlich nur noch Handschuhe fehlen. Und vielleicht Gamaschen. Wobei, auf dem Bild waren meine ich keine. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt auch einfach mal nach Welde, sehen wir noch ein bisschen was hier. Ich meine, an beim See vorbei ist ja immer ganz schön, ganz nett. Unsere Möwe kann auch jetzt mal ein bisschen fliegen. Ach ja. Mal sehen, also wenn das Video rauskommt, werde ich schon den Server gewechselt haben oder halt nicht. Aber momentan, ja, frage ich mich, warum eigentlich nicht. Aber ich denke, ich werde nochmal ein separates Video dann dazu machen, dass ich jetzt auf dem anderen Server bin. Mal gespannt. Eigentlich müsste ich mal gucken, wie lange diese Möwe neben uns herfliegt. Ob es zeitlich gebunden ist, dass sie dann wieder in die Satteltasche geht, oder ob es irgendwie einfach nur daran liegt, dass wir irgendwann zu dicht an einem Haus oder an einem Stand oder irgendwas, was sie stört, vorbeigeritten sind. So, oh, da ist gleich das Erste. So, gleich mal wieder hochpacken. Okay. Jetzt sagt sie, ist nicht mehr. Oh. Komm. Dann hinter dem Haus. Okay, auf dem Steg. Aber, oh, beim Friseur. Ja, Friseur, da müssten wir auch noch mal hin. Kommt noch. So. Hier hinten ist ja auch immer ein beliebter Ort. Aber diesmal nicht. Vielleicht bei Avalon. Sieht nicht so aus. Beim Championatsplatz auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt auf die andere Seite. Schauen da nochmal und dann gucken wir, was wir noch so bekommen können für unsere Hufeisen. Ja, dann mach erstmal Pause. Oh, hier beim Shop. Schauen wir erstmal hier ums Häuschen. So, dann gucken wir auf jeden Fall zum Strand. Da haben wir, habe ich nämlich schon mal lange nach etwas gesucht, ja. Nicht unbedingt nach Hufeisen, aber irgendwas war hier unten versteckt und ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass das hier mit dazugehören könnte. Hinterm Stall, ja, hinterm Stall. Das sah gut aus. Könnten theoretisch noch weiter am Strand lang, aber ich glaube eher, dass bei Elizabeth und hoch Richtung Steinkreis, dass da noch was sein könnte. Nee, bei Elisabeth nicht. Aber hier oben. Also, wenn wir jetzt noch zwei haben, könnten wir
fünfmal was eintauschen. Einfach mal hoch. Ich weiß nicht, vielleicht bei Concord. Da steht ja bestimmt noch hier. Ja. Aber vielleicht ist es auch schon wieder zu weit weg. Aber Richtung Dinotal schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Ach ja, der Kleine. Er ist schon süß. So, jetzt aber nochmal flott Richtung Dinotal den Weg hoch. Da gibt es ja auch ab und zu mal was, wenn hier was versteckt wurde bei Wildale. Und sonst, ja, vielleicht den Strand nochmal ein bisschen weiter entlang. Achso, im Stall haben wir noch gar nicht geschaut, ne? Hinterm Stall ja, aber im Stall jetzt noch keinen Blick reingeworfen. Ach, hinter Elisabeths Haus. Ah. So, aber der Stall sagt, nee. Hier ist nichts. Okay, nee, dann würde ich sagen, auf zum Transport. Nee, wieso auf zum Transporter? Ich kann mich abholen lassen. Doch ist mein Heimatstall der Moorlandstall. Aber wie gesagt, das hatte ich auch schon öfter gesagt. Wenn jetzt, wo die Transporter so offen sind und wir überall hin können, könnte ich theoretisch auch. Ich finde momentan Südhof ganz cool. Den Stall dauert. Das wäre was. Wär vielleicht auch nochmal eine Option. So, jetzt gucken wir erstmal. Gibt es Handschuhe, gibt es Gamaschen? Hm. Jetzt tauschen wir immer nur eins ein. Ne, dann glaube ich, sind wir fertig mit dem Set. Und wir bekommen wieder mal nur Münzen. Gucken nochmal. Ja, okay. Ich glaube, dann lassen wir das jetzt erstmal. Aber wir haben auf jeden Fall das Set fertig. Wir ziehen es nochmal an. So. Wieder mal ein sehr buntes Set. Jo. Hat aber auch mal was. Ist ein bisschen auffällig. Passt irgendwie so ein bisschen Richtung Zirkus, ne? Findet ihr auch? Ich finde schon. Von den Farben her. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Eventuell dann schon von einem neuen Server. Also, bis dann. Tschüss.